So, willkommen zurück. Ja, wir sind immer noch im Palast. Jetzt schauen wir uns mal ein wenig um. Schauen wir erstmal hier vorne auf die linke Seite. Verzeihung, könnte ich Sie mal kurz sprechen auf ein Wort? Sicher doch. Welches Wort wäre Ihnen denn genehm? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wie wäre es mit Wiedersehen? Ja, auch so ein lustiger Bursche. König Nick hat aber eine Menge Preise. Sehr gut gemacht, Sir. Unglaublich scharf beobachtet. Aber wenn ich so offen sein darf, ich finde es etwas schwierig, Staub zu wischen, während ich eine so geistreiche und erhellende Konversation führen muss. Wenn es den Gentlemen also nichts ausmacht, würde ich vorschlagen, dass sie sich auf den Weg machen. Wohin auch immer. Hey, Moment mal! Was für ein Hinterwäldler sind Sie eigentlich? Zu Ihrer Information, Sir, ich bin ein Fußwäldler, wie Sie vielleicht sehen können. Es sei denn, Sie sind blind. Flax, die Fußwäldler legen viel Wert darauf, keine Hinterwäldler zu sein. Was? Du meinst, als Hinterwäldler wäre er stattdessen ein großer, runder... Genau. Hinterwäldler, Oberwäldler, ich habe keine Ahnung. Ja, hier unten linke Seite, das sind halt unsere Sprachbuttons. Also wir haben hier keine vorgegebenen Antworten, sondern wir haben halt immer hier diesen Eiswürfel, den wir abfragen können. Und wenn es noch etwas gibt, womit wir mit ihm sprechen können, dann haben wir halt hier so ein Symbol, wie zum Beispiel König Nick. Wofür hat der König diese Preise denn eigentlich bekommen? Außer zum Abstauben. Na ja, zu allen möglichen Gelegenheiten. Erster Platz im Wir-lieben-den-König-Aufsatz-Wettbewerb. Wahrscheinlichster Sieger. Bester König von Niedlingen. Bester König von Niedlingen? Allerdings. Das ist eine besondere Auszeichnung. Gibt ja auch nur einen. Verliehen vom König selbst. Finden Sie es denn gar nicht komisch, dass sich der König selbst zum besten König proklamiert? Komisch? Dürfte ich denn mal erfahren, wie oft Sie denn schon so geehrt worden sind? Noch gar nicht, natürlich, aber... Na bitte, sehen Sie. Also zeigen Sie doch gefälligst etwas mehr Respekt vor unserem Herrscher. Und wenn ich noch vorschlagen dürfte, heben Sie sich Ihre Scherze für geeignetere Ziele auf. Wie beispielsweise Ihren gemeinsamen Intelligenzquotienten. Ja, und wenn das jetzt hier so zu Wasser geworden ist, dann können wir halt da nichts mehr fragen. Und dann kommt etwas, was ich in der Cartoon-Welt liebe. Nämlich diese geilen Geräusche. Oh, herrlich. Gut, fragen wir ihn mal über König Nick. Das muss eine schlimme Zeit für König Nick sein. Widerlust treibt sein Unwesen. Niedlinge werden reihenweise niedergemäht. Seine Pokale setzen Staub an. Ja, allerdings. Es ist schrecklich, seine königliche Hoheit so unglücklich zu erleben. Jede Nacht ziehe ich seine wertvolle königliche Spieluhr auf. Dann spielt sie ihr süßes Schlaflied. Und erst dann findet mein armer König Ruhe. Träumen Sie schön, eure königliche Schlummrigkeit, flüstere ich sanft. Während ich seine Hoheit zudecke. Oh, die Pflichten eines Butlers. Aber das können Sie nicht verstehen. Nein, das wollen wir auch nicht. Auf Wiedersehen. Wir müssen jetzt leider wieder in den Sack hauen. Oh, bitte, Sir. Dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Hauen Sie ruhig in den Sack, Sir. Genau. Lassen wir ihn weiter putzen. So, und wir sollen ja beim königlichen Erfinder vorbeischauen. Den finden wir hier unten rechts. Ja, zu dem Spiel habe ich auch vor ein paar Jahren durchgespielt, aber das Spiel ist so komplex und so kompakt und so riesengroß, da werde ich mit Sicherheit ein paar Aussätze haben. Ja, und da ist er. Hallo. Hallo. Bonjour. Wir suchen den königlichen Erfinder. Ach, wirklich?
Ich suche nur meine Brille. Oh. Naja, wenn du den Erfinder siehst, sag ihm bitte, dass wir ihn suchen, ja? Mache ich. Aber er ist im Moment sehr beschäftigt, weil er seine Brille verloren hat. Also, wo hab ich sie zum letzten Mal gesehen? Freunde, ist der nicht geil? Aufgeblusteter Vogel. Ja, also das ist halt der Erfinder. Wo ist die bloß? Ja, mei. Entschuldige mal. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe im Moment echt keine Zeit zum Quatschen. Ich muss meine Brille finden, das hat absolut höchste Priorität. Ach du liebe Zeit, Moment, wie war das nochmal? Du bist also der königliche Erfinder? Wo zum Kuckuck ist bloß meine Brille? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ah, Moment, wie war das nochmal? Wo hat er seine Brille? Das ist eine Möglichkeit, seinen Müll loszuwerden. Und der Fußboden ist offenbar die andere Möglichkeit. Ach, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's wieder. Wir müssen nochmal hier oben links zu dem Butler. Kann man das hier nicht irgendwie abkürzen? Ah ja, genau. Dann reden wir nochmal mit ihm, denn ich glaube, von ihm kann ich erfahren... Wir sind wieder da. Sehr wohl, Sir. Und darf ich noch erwähnen, dass Sie ein bemerkenswertes Talent dafür haben, immer das Offensichtliche zu betonen? Ja, genau. Wir haben unten gerade mit einem Vogel gesprochen. Er schien irgendwie aufgeplustert. Ah. Sie hatten das Pech, Wirrwarr zu treffen, unseren königlichen Erfinder. Wirrwarr scheint da so ein kleines Problemchen zu haben. Sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten, Sir. Wirrwarr vermisst seine Brille? Ja, genau. Das stimmt. Ich vermute, in seiner Tasche hat er noch nicht nachgeschaut. Oh, habe ich nicht nachgefragt. Naja. Obwohl ich die Sorgen des königlichen Erfinders wirklich höchst faszinierend finde, Sir, würde ich meine Energie in Zukunft doch lieber auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren. Auf den Zustand der königlichen Pokale beispielsweise. Ja, genau. Wiedersehen. Tja, ich muss dann wieder. Habe noch eine ganze Schublade voll Socken abzustauben. Oh. Natürlich. Die wirklich wichtigen Dinge müssen Vorrang haben. Genau. Und Socken sind immer wichtig. Was so geil ist, der putzt im Prinzip... Oh doch, da putzt er mal den Fisch. Aber ansonsten putzt er immer nur die Fensterbank. Ah, okay, jetzt putzt er ihn wieder. Naja, also die Fensterbank und den roten Fisch. Naja, lassen wir ihn mal putzen. Auf ihn kommen wir später nochmal zurück. Mit ihm werden wir einen kleinen Scherz anstellen. So, der Flachs, der geht schon vor. Dann sagen wir ihm mal, wo seine Brille ist. Wirrwarr. So geht's mir auch manchmal. Wo ist die bloß? Wirrwarr? Sag mal, deine Brille, ist die zufällig in deiner Tasche? Woher soll ich denn das wissen? Ach, ich wünschte, ich hätte sie jetzt endlich. Ich glaube, was Mal meint ist, schau doch mal in deiner Tasche nach. Oh, okay. Tada! Meine Brille. Wer die da wohl hingetan hat? Sagt mal, kenne ich euch? Nein. Ich bin Mal und das da ist Flachs. Wir sind Freunde von König Nick. Wir sollen dir mit dem Niedlifizierer helfen. Wunderbar. Willkommen in der Niedlichmannschaft. Wartet, ich zeige euch mal, woran ich gerade arbeite. Oh wei, oh wei. Gentlemen, das hier ist die Blaupause für Viderlus Übelator. Also, ihr seht diese 12 Gegenstände, die hier innen am Schiffsdeck montiert sind? Das Eis, den Wal und so weiter? Nun, diese Dinge liefern Viderlus die Energie für seinen Übelatorstrahl. Wir brauchen ebenfalls 12 Gegenstände als Kraftquelle für den Strahl an unserer Maschine. Aber bis jetzt habe ich nur einen finden können.